Hallo zu einer neuen Outfit-Inspiration und heute widmen wir uns einem relativ jungen Schnitt auf dem Schnittmarkt, sozusagen Schnittmarkt, ja, so kann man das glaube ich nennen. Und zwar ist das der Hosenrock Theresa von Schnittmuster Berlin. Ich trage ihn heute selber und meine Version ist aus Kunstleder gefertigt. Das heißt, Theresa lässt sich natürlich super aus allen Hosenstoffen nähen, aber man kann natürlich auch mal ein bisschen experimentell hier etwas anderes wagen und Kunstleder ist ja im Herbst tatsächlich ein Trend, dem man folgen kann, wenn man möchte. Ich meine, wir machen uns unsere Trends ja definitiv immer selber. Genau darüber haben wir in dieser Woche sehr, sehr viel diskutiert und da stehe ich auch nach wie vor zu. Trotzdem ist so Leder das, was man so zum Herbst zu dieser Jahreszeit einfach auch passt. Es passt einfach irgendwo in die Gegebenheiten der Natur. Wir haben das Outfit heute trotzdem etwas anders natürlich farblich gestaltet, denn ihr sollt es ja nicht genau 1:1 sehen. Und zwar haben wir jetzt hier für den schwarzen, unser schwarzes Kunstleder genommen. Und das hier ist das Kunstleder Positano. Beim Kunstleder Positano sage ich immer extra dabei, es ist geeignet für alles, was Hemden anbelangt oder aber halt eben auch für weite Hosen. Es ist definitiv nicht geeignet für enge Hosen, denn es ist nicht elastisch. Und wie das so ist, also ich versuche solche Dinge dann natürlich auch immer gerne selber und jetzt habe ich es eben entsprechend aus einem braunen Positano-Kunstleder selber und weiß jetzt auch so ein bisschen, was die Vor- und Nachteile natürlich sind. Also ein klitzekleines Nachteilchen habe ich gefunden und das sind nämlich tatsächlich die Knitterfalten, die in dem Material bleiben, wenn man die Hose trägt. Und das seht ihr bei mir hier auch gerade, also ich habe damit schon gesessen und ich drehe mich jetzt bewusst um, ich möchte, dass ihr das seht. Das sind tatsächlich diese Knitterfalten, die in diesem Material entstehen. Und wer das nicht mag, der wird damit nicht ganz glücklich. Dann solltet ihr vielleicht besser unser stretchiges Leder nehmen. Das haben wir ja auch in drei Farben, in Schwarz, in Sand und in Beige. Und daraus die Hose nähen, denn da ist viel, viel mehr Elastizität drin. Und dadurch entstehen natürlich auch die Knickfalten nicht so extrem. Also das jetzt nur mal am Rande erwähnt. Theresa ist der Hosenrock von Schnittmuster Berlin, letzte Woche erschienen. Wie gesagt, aus Stoff kann man ihn nähen. Ich hätte euch jetzt gerne das Papierschnittmuster reingezeigt in die Kamera, aber zum Zeitpunkt unseres Videodrehs haben wir das gerade noch nicht vorliegen. Es ist aber jetzt kaufbar. Also wie gesagt, wir drehen die Videos ja ein paar Tage im Voraus. Und jetzt geht es natürlich darum, was kombiniere ich denn zu so einem Hosenrock? Und da seht ihr schon, wir sind heute ein bisschen experimentierfreudig. Ich habe mir Begleitung geholt in Form meiner Puppen und erzähle euch dazu was. Und zwar könntet ihr nämlich super gut eine Bluse dazu kombinieren und ich habe dazu die Bluse Paula kombiniert. Da gibt es auch in unserem Instagram-Feed ein Foto von, was du sehen kannst. Da seht ihr mich mit dieser Bluse Paula kombiniert zum Hosenrock. Und da kann man auch ganz, ganz gut sehen, dass dieser Blusenschnitt tatsächlich sehr gut zum Modell, zum Schnitt passt. Das ist die Bluse Paula von Schnittmuster Berlin. Hat hier oben so eine schöne Rüsche am Kragen, fällt ansonsten sehr salopp. Hat so tolle Bischofsärmel, also so schöne Ärmel, die unten mit einem Gummi gehalten werden und so ein bisschen auseinandergehen. Ich glaube, ihr könnt das hier auf der Zeichnung ganz, ganz gut sehen. Und das ist auch tatsächlich das, was wir uns hierfür überlegt hatten. Wir haben nämlich hier so einen schönen Viskose auf die Puppe gebracht, in Schwarz mit einem kräftigen, sehr kräftigen Rot ins Pink gehende. Und daraus könntet ihr super die Bluse Paula nähen und dann entsprechend zu einem Hosenrock in Schwarz kombinieren. Als Beispiel. Ihr könntet aber genauso gut, was man ebenfalls sehr, sehr gut zu diesem Hosenrock tragen kann, ist... Ich muss mal hier unten anfassen. Unsere Puppe ist etwas brüchig. Keine Alterserscheinung, glaube ich. Ihr könntet auch sehr, sehr gut den Pulli Lotta von Schnittmuster Berlin dazu anziehen. Auch das passt einfach von der Linienführung her sehr, sehr gut. Und hier ist jetzt Pulli Lotta genäht aus Tricot Deluxe, aus unserem Viskose Jersey in der Farbe Petrol. Würde natürlich auch super zu dem Braun passen, ist dann etwas ganz, ganz anderes. Oben reingesteckt, passt das ebenfalls sehr gut. Und dann, weil das ist es halt eben, was es so ausmacht, ein Teil und wie kombiniere ich es, könntet ihr natürlich auch sehr gut einen schmal geschnittenen Bläser dazu tragen. Und jetzt Achtung, dieser Bläser ist gekauft, der ist nicht genäht. Und das ist jetzt wieder zu dieser Rubrik, sag mal, kaufst du eigentlich noch Kleidung? Ja, aber nicht wirklich, wirklich nicht oft. Dieser Bläser ist seit einigen Monaten in meinem Besitz. Ich trage den hier auch nicht wirklich oft, weil ihr danach fragen würdet. Für mich ist dieses Modell einfach etwas, ich habe es gesehen, habe gedacht, das brauchst du jetzt erstmal so als Anregung. Und so ein Kurzbläser würde halt eben vom Modell her sehr, sehr gut passen. Ihr könntet da den Schnitt Lady Grace nehmen, der ist ebenfalls von der Länge her nicht viel, also ich glaube, der ist einen Tacken kürzer.
und lässt sich natürlich ebenfalls sehr, sehr gut aus allen Stoffen, die ein ganz bisschen Elastizität haben, gut nähen, weil das ist ein Bläser, der eigentlich auf Jersey ausgelegt ist. Also da muss man immer ein bisschen schauen, dass etwas Elastizität vorhanden ist. Aber es würde halt eben vom Stil sich gut dazu kombinieren lassen und darum geht es mir heute einfach zu zeigen, wie kann ich so einen Hosenrock kombinieren, dass es immer wieder anders und immer wieder spannend aussieht. Und jetzt habe ich was vergessen. Wir hatten natürlich für den Pulli Lotta haben wir auch noch einen Stoff rausgesucht, den ich euch in dem Zusammenhang mit Schwarz zeigen wollte. Und zwar ist das von Meat & Milk, der Feinripp Jersey. Und hier haben wir dieses richtig tolle dunkle Rot. Und dieses Rot passt natürlich ebenfalls perfekt zu diesem schwarzen Kunstleder. Und ich glaube, ich habe das noch nicht gesagt. Das, was heute auf der Puppe ist, also egal ob in dieser Bluse oder mit diesem Shirt, wäre natürlich super für den Wintertypen geeignet. Und damit war das heute, glaube ich, eine Outfit-Inspiration, die etwas länger geworden ist. Macht aber nichts, morgen habt ihr ja frei, morgen ist Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes und ich fahre morgen in den Urlaub. Also, nächste Woche seht ihr zwar ein paar Videos, aber mich seht ihr ansonsten, glaube ich, nicht so wirklich viel, denke ich. Und das macht aber auch nichts, denn ich weiß, für Unterhaltung wird hier gesorgt. Laura und Julia kümmern sich darum. Also, ciao!